Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Game auf meinem Kanal The Hotel. Jo, wir starten jetzt direkt mal rein. Der Anfang sieht schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. Oh, es klopft. So. E. Linke Maustaste einschalten des Lichtes. E oder linke Maustaste. Okay, also klicken. Und hier. Nix erstmal. Das sieht so schon ganz cool aus. Okay, machen wir auch mal Licht an. Oh, Brief für uns. Gucken wir uns gleich an, Leute. Maustaste, mittleres Maustaste, mittlere Maustaste im Öffnen des Telefons. Oh, das ist auch nice, ne? Schrank geht nicht auf. Schließt zu. Halb zwei. Okay, die können wir auch machen. Licht dafür? Ja, das ist unser Bad. Und wir haben kein Spiegelbild, ne? Es gibt einfach keins. Ah, okay. Ja. Raum 1030, warte auf sie. Also 1030. Menü oder sowas. Guck mal aufs Handy. Achso, okay. Anrufen. F ist für Licht. Ah, schon cool gemacht, ne? Ausschalten. Rechte Maus, das ist für Telefonieren. Und links ist für die Nachrichten. Es ist hinter dir her. Es will dich mit Angst brechen. Lassen Sie das nicht zu. Ich werde dir helfen. Aber du musst meinen Rat befolgen. In der Schublade neben dem Bett liegen Tabletten. Nimm sie. Sie werden deine geistige Gesundheit teilweise wiederherstellen. Die Schlüssel zur Tür findest du irgendwo in deinem Zimmer. Oh, okay. Wir haben noch nichts gefunden, ne? Neben dem Bett waren Tabletten. Ah, okay, die Schublade geht jetzt plötzlich auf. Die Tabletten sehen aus wie in dem Spiel vorher, ne? Wie hieß es denn nochmal? Ah, da ist der Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es ist auch die gleiche Engine, ne? Also die Unreal Engine. Gut, wir haben Schlüssel. Und wir haben Tabletten. Ich weiß noch nicht, wie man die nimmt. Escape ist auf jeden Fall kein Menü. Ah, da unten irgendwie. Pillen? Einmal. Okay, mal gucken, wie das gleich funktioniert. Vielleicht kommen wir da noch zu. Da wieder Tabletten. Ist verschlossen, die auch. Wir können auf jeden Fall rennen mit Shift. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем отеле. Наш персонал будет сопровождать вас на протяжении всего вашего пути. Чтобы лучше понять наших гостей, мы проводим небольшой опрос. Лист с вопросами вы найдете в комнате 1030. И помните, если с вами пытается связаться кто-то кроме персонала отеля, не слушайте его и не следуйте его советам, дабы избежать несчастных случаев. Спасибо за внимание. Also in 10:30 liegt da so ein Fragebogen. Neue Nachricht.
Während du deinen Weg wählst, denke daran, dass du sie an jeder der nächsten Ecken treffen könntest. Sei darauf vorbereitet, finde Raum 1030 und die sagen dir, was du als nächstes tun musst. Ich würde gerne, wenn man die Tabletten nimmt. Ja, mal gucken, das werden wir schon rausfinden. Oh, das war natürlich jetzt geil. Leichtes Leck. Alle zu. Ah, die werden alle zu sein. Ich probiere es aber trotzdem, Leute, für euch. Ob die aufgehen. Nicht auf. Da kommen wir bei der 1030 näher. Ist sie hier oder da? Oh, da erschrecke ich mich überhaupt. Da war doch gar nichts. Redet da jemand im Radio? Neue Nachricht. Er spielt dir einen Streich. Den Radiotrick nichts weiter als seine billige Schere. Seinen billigen Scherz. Aber bald wird der Teufel hinter dir her sein und du musst bereit sein. Suchen Sie weiter nach Zimmer 1030. Ich werde Ihnen helfen. Ja. Die sind wahrscheinlich nicht hier, ne? Obwohl, die ist aufsteigend. Könnte auch hier 1030 sein. Achten Sie auf Ihr Stressniveau und Ihre geistige Gesundheit. Je höher der Stresspegel ist, desto schneller sinkt Ihre geistige Gesundheit. Wenn Ihre geistige Gesundheit auf Null sinkt, haben Sie verloren. Mit jeder Niederlage wird das Spiel schwieriger. Sie können Ihre geistige Gesundheit mit Hilfe von Pillen wiederherstellen. Sie können Ihren Zustand im Telefonmenü mit mittlerer Maustaste überprüfen. Ja, danke. Wie nehme ich die denn? Ich habe Pillen. Vielleicht sagt er mir auch, ich muss die nehmen. Mal gucken. Hier sind auf jeden Fall noch welche. Hä? 10:31. Was ist das hier? 29? Wahrscheinlich das hier, ne? Jo. Telefon weg jetzt da. Tür ist verschlossen. Jo, wir haben jetzt das Zimmer gefunden, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Menü den Schlüssel auswählen muss oder... Oh, was passiert? Ah, jetzt ist die Tür auf. Wie sieht unser Stressniveau aus? Ist er gut? Null. So. Mach den Fernseher aus. So. Eine Nachricht gehabt. Er hat in dieser Ausgabe ein Blatt mit Fragen für Sie hinterlassen. Er spielt mit Ihnen. Bevor er sie vernichtet. Du musst sie nicht beantworten, wenn du diesen Ort verlassen willst. Aber wenn du dich entscheidest, sie zu beantworten, solltest du wissen, dass es ihn stärker machen wird. Denke nach, bevor du antwortest. Okay. Oh.
So, das sieht genauso aus wie vorher, wie gerade im anderen Raum. Okay, Telefon weg, komm. So, das ist der Fragebogen hier. Gucken wir mal rein, was da so steht, ne? Jeder neue Gast in unserem Hotel muss einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Es dauert nicht lange, aber es wird uns helfen, die Bedürfnisse unserer Gäste besser zu verstehen. Ihr Name. Sir. Sir. Long. Nein. Nehmen wir da mal. Schwittig. Schwittig. Okay, nehmen wir Schwittig. Ist gut. Frage 1. Möchten Sie das Datum Ihres Todes erfahren? Nö. Was ist Ihnen wichtiger, Geld oder Gewissen? Oh, Gewissen ist schon wichtig, oder? Kann ich jetzt jetzt in Englisch? Question 3. Fühlen Sie sich in unserem Hotel sicher? Nein. Akzeptieren. So, wir haben die alle beantwortet. Linke Maustaste, E schließen. Was meint der? Die Tür oder was? Hä? Da ist doch gar nichts. So, unser Stresslevel geht immer noch. Eigentlich ganz gut. Liebe Schwittek, ich bin eine Frau. Willkommen in unserem Hotel. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen, komfortablen Aufenthalt in unserem Hotel, blablabla. Sterbedatum unbekannt. Sie haben sich dafür entschieden, dass das Datum Ihres Todes nicht zu erfahren. Vielleicht ist das auch besser so. Auf jeden Fall respektiert unser Hotel die Entscheidung. Der ist natürlich geil. Unsere Gäste. Also, lassen Sie es sein. Sie ist ein Geheimnis bleiben. So. Ihr Gewissen ist Ihnen also wichtiger als Geld. Das ist ein nobler Standpunkt. Aber sind Sie auch ehrlich? Auf jeden Fall werden wir Ihre Antwort prüfen. Bitte beachten Sie, dass Sie keine Sorgen, bla bla bla. Sicherheit über Gäste ist eines der Hauptziele unseres Hotels. Sie haben Mitarbeiter geschickt, die den Aufenthalt angenehmer. Ach so, cool. Da bin ich mal gespannt, wer da so kommt und uns das den Aufenthalt angenehmer macht. Kann ja nicht gut sein, Jungs und Mädels. Nachricht. Du hast mir nicht zugehört. Ich bin derjenige, der dir hilft. Indem du seine Fragen beantwortest, hast du ihm nur Kraft gegeben. Das wird passieren, wenn du mir nicht vertraust. Versuchen Sie, einen Aufzug zu finden und so schnell wie möglich aus dem Stockwerk zu verschwinden. Okay, machen wir jetzt. Jetzt geht's zur Sache. Oh. Was ist das? Was ist passiert? Hau ab! Sie wurden erwischt. Du bist der Niederlage näher gekommen. Aber muss ich jetzt? Muss ich abhauen oder was? Was macht die da? Hey, steht die da rum oder was? Ich weiß gar nicht wohin! Das Stresslevel geht einfach immer höher. Jetzt sinkt es wieder. Es steigt immer noch. Alter, wo soll ich hin?
nice, wenn ich mal Pillen nehmen könnte, ne? Ich weiß noch nicht wie. Alter, wie lange soll ich denn noch wegrennen jetzt hier? Hallo? Renn ich dir jetzt entgegen, ey? Ich weiß es nicht. Ich sterbe gleich, ne? Wie nehme ich denn so eine Pille? Bin ich irgendwie gefangen hier? Wie renne ich denn weg? Oder wie nehme ich denn eine Pille? Ich kann nicht hier raus, wenn ich keinen, ich weiß, wie ich eine Pille nehme, ne? Grafik. Es gibt hier aber keine. So, da unten sehe ich die Pillen, ne? Irgendwie Menü. Ich klicke jetzt einfach mal durch. Ich kann hier nicht die Pillen nehmen, ne? Das Scrollen geht nicht. Oder muss ich jetzt vor ihr wegrennen und den Aufzug suchen? Ich weiß es nicht. Wäre halt schön, wenn ich... Ah, jetzt habe ich eine Pille genommen. Wie habe ich das denn gemacht? Irgendwie habe ich Pillen genommen. Irgendwie auf E oder R. So, es ist hier irgendwo da, ne? So. Jetzt suche ich einen Aufzug und die psychische Gesundheit geht runter. R auf R nimmt man die, also okay. So, die versuchen natürlich jetzt das Leben zur Hölle zu machen und ich suche so einen Aufzug. Wo ist jetzt ein Aufzug, meine Freunde? Keine Ahnung, ne? Ne, da auf jeden Fall nicht. Nein! Oh, jetzt hat die mich schon wieder. Tabletten habe ich jetzt wieder. Hier mal Pillen. Ich habe keine Ahnung, wo der Aufzug ist. Wahrscheinlich ist er in die Richtung, wo... Was stand da? F mit Licht. Oh, dämlich. Ich habe gerade nicht gelesen, was da oben stand, ne? Okay, wir starten nochmal neu. Was stand jetzt? Öffne das Telefon. Öffne jetzt die Taschenlampe. Schnelles Blitzlicht. Ach, man, einfach die Lampe oder was? Ja, gut. Ich suche den Aufzug, Leute. Ich probiere es jetzt einmal für die Folge heute. Wenn nicht klappt, dann machen wir in der nächsten Folge. So, komm. Wahrscheinlich wird die immer schneller, ne? Oder ich weiß es nicht. Weil die mich ja gerade irgendwie verarscht. Die kam mir auf einmal entgegen. Gut, jetzt sind wir aber die Türen klappern, ne?
Bude reinhauen hier. So, auf zu Gebisse. Hier nicht. Oh nein. Scheiße, wir haben uns verlaufen. Bist du hinter mir? Mal so eine Pille einwerfen hier. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Oh, wir haben uns wieder eine Sackgasse gerannt hier. Shit. Nein. Ah, Leute. Das war's erstmal für die Folge heute. Ich hoffe, ja, sie hat euch einigermaßen gefallen. Und weitermachen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, wir schaffen es. Bis dahin, Leute. Haut rein.